Auch hier haben wir das Problem ein bisschen mit Gold. Das ist noch ein bisschen schwach bei der Beleuchtung. Wenn es richtig dunkel ist, kommt das stärker. So, weiter geht's mit noch einer Kreation vom Dirk Bermuth. Die tanzenden Sonnen, die Planeten, wie auch immer man das nennen will. Wir brennen es einfach mal an. Das ganze Werk wird mit schwarzen Treibern links rumgetrieben und die farbigen, die machen bloß den Effekt vorne dran. Das ist jetzt Titansilber mit blauer Basis und Lemon-Basis. Gut. Die schwarzen Treiber, die blasen noch ein bisschen, aber die werden auch gleich ruhiger. So, dann hätten wir vom Richard Götz von der Firma Koller eine tolle Erfindung. Die hatte ich schon mal im Büroforum veröffentlicht. Das ist die besoffene Sonne. Wollen wir mal sehen, was es heute so zusammen gesoffen hat. Die darkelt also so ein bisschen. Also es liegt nicht allein am Alkohol, es sind auch hier wieder schwarze Treiber mit im Spiel, die das Ganze so ein bisschen verrückt machen. Jo, gut, damit ich auch ein bisschen was selbst gemacht habe, habe ich meine neuen Prachtfontänen-Bränder mal mitgebracht, habe in der Mitte eine Schneeflockensonne gebaut und rechts und links steht eine Kreation vom Roland Brugalla, der tanzende Pfau. Habe ich zwei Stück mitgebracht und in der Mitte die Schneeflockensonne. In der Mitte, das ist eine reine Aluminiumfontäne, die ist ziemlich tricky, die ist nicht so ganz einfach zu machen. Und rechts und links, das sind farbige Titanfontänen. Man sieht, Titan ist eben doch bei weitem nicht so leuchtstark wie das Aluminium in der Mitte. Jo, und dann haben wir noch von unserem Kumpel Andi Dügel eine ganz schicke Sonne, die steht hier ein bisschen rechts. Andi, Feuer frei. Verwandlungsfontänen Brokat auf Titansilber. Danke, Andi. So, und dann haben wir noch eine Kreation von Roland Brugalla, der MR Pyrotechnik, auch genannt Mr. Pyrotechnik. Mr. Pyrotechnik hat in der Mitte dieses Riesenuntier geschaffen. Und schauen wir mal, was passiert. Ich drücke mal aufs Knöpfchen.
sind also 64 Fontänen, die auf dem Rad drehen. Man sieht, es gibt eine ganz schöne Qualmwolke, weil kräftige Farben gehen halt bloß mit Leichtmetall.